Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der 2-Minuten-Rezension des Literaturcafé. Ich bin der Ralf und heute geht's um Hier in Tremonia, eine Kurzgeschichte von Carl Wehner, erschienen in der Anthologiesammlung Killing You Softly, das schönste Morden mit Rock- und Pop-Songs im KBV Verlag. Hier in Tremonia orientiert sich dabei relativ nah an den Song von Elvis Presley In the Ghetto. Und wenn man den im Hinterkopf hat und die Geschichte liest, hat man auch sofort den Rhythmus. In Tremonia tritt die Wohnungsbaugesellschaft Magma auf, die versucht, die alten Eigentümer und die alten Mieter zu vertreiben, um neue, moderne Häuser zu bauen und neue Klientel für die alte Siedlung zu bekommen. Das ist allerdings ein Problem, denn die Mitbewohner von Tremonia wollen sich so einfach nicht vertreiben lassen. Und so kommt der ein oder andere Vertreter der Wohnungsbaugesellschaft ums Leben oder auch der Bürgermeister verschwindet. Das Ganze erinnert mich so ein wenig an einen alten Ingrid Noll-Roman, denn auch dort haben die Protagonisten nie ein Unrechtsbewusstsein. Im Gegenteil, die Morde, die dort passieren, die gehören einfach ins Konzept. Und genauso ist es bei Carl Wehner. Die Morde, die in Tremonia passieren, die müssen einfach passieren. Eine tolle Geschichte, sprachlich super ausgefeilt, und nicht zu Unrecht haben Carl und Wehner für diese Geschichte auch den Glauser 2018 bekommen. Es lohnt sich, die Daten zur Geschichte hier in Tremonia und zu dem Band Killing You Softly habe ich euch jetzt oben eingeblendet. Hat euch diese Rezension weitergebracht, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich würde mich freuen und vor allem aber freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.